So, meine Freunde, es geht wieder weiter hier mit Let's Play Yakuza. Und wir müssen jetzt Detective Data retten. Okay. Müssen wir irgendwo im Fegefeuer sein. Was hast du denn zu sagen, mein Freund? Hallo. Wir sind auf ausgefallene Waren spezialisiert. Den, keine Ahnung. Achso, den hatte ich schon. Hatte ich ja schon gerochen, gesprochen. Zu sagen, viele Leute haben sich im Osten Sinn gerottet. Mein Gott, das ist ja eine richtige Park. Was ist mit dir? Was ist denn hier los? Oh, ich habe eine Bretterbude neu aufgebaut. Aber ich habe mich etwas verschätzt. Sie will nicht so richtig stehen. Die werden jeden Moment einstürzen. Ich frage mich, wie ich sie abstützen soll. Ja, ich hab nichts. Ich muss meine Bude jetzt irgendwie abstützen. Oder sie wird jede Sekunde einstürzen. Wie soll ich das nicht anstellen? Ja, was soll ich. Naja, egal. Was ist los, alter Mann? Oh, du bist es. Ich habe deinen vorzüglichen Siebko-Kolossum mitverfolgt. Die sagten, du hast bewiesen, dass du ein wahrer Gangster bist. Aber deine Art zu kämpfen deckt sich sehr mit dem klassischen Kampfkünsten. Du bist allerdings noch ein ungeschliffener Diamant. Deshalb kannst du den Weg des Kriegers noch nicht vollkommen verstehen. Das ist wirklich eine Schande. Was soll ich sagen? Warum bist du nicht mein Schüler? Du könntest 100-mal stärker werden, als du es jetzt bist. Echt? Cool. Hört sich gut an. Oh, also dann bist du zu meinem Schüler. Von nun an darfst du dich Schüler des Komaki nennen. Obwohl, ich hätte schon seit... Ist das schnell weggedrückt. Ich habe wahrscheinlich komplett vergessen, wie man unterrichtet. Warte einen Moment. Okay, ich sag dir was. Am Anfang werde ich dir die Grundlagen beibringen. Die Kenny. Kenn ich doch schon. Ah ja, eine kleine Vertiefung kann ja nicht schaden. Nö. Meine Freunde. Fickefeuer. Zunächst werde ich dir beibringen, wie man ein Schwert benutzt. Der Ursprung aller Kampfküsse liegt in der Kunst, ein Schwert zu führen. Also, das ist zumindest meine Theorie. Zu Beginn solltest du diesen Stammdorn mit einem Holzschwert umhauen. Kann nicht so schwer sein. Okay. Okay. Ach Mann. Zack. Einfach, das kannst du ja wohl nicht beibringen hier, ne? Mann, Mann, Mann. Der Kack. Ich sehe schon, du schwingst das Schwert. Ja, wie ein Golfschläger durch die Luft. So wirst du den Stamm nicht fällen können. Du zeigst ihm los zu einer unkenntlichen Masse. Erinnere dich. Mach genau das, was ich dir zeige und benutze dann das Schwert so gut wie du nur kannst. Verstanden? Benutze das Schwert, so wie ich es dir demonstriert habe. Jetzt. Was? Oh. Der hält das Schwert irgendwie anders als gerade, oder? Kann das sein? Kann das etwa sein? Er braucht jetzt irgendwie auch nur zwei Schläge dafür. Cool. Sehr praktisch. Siehst du? Jetzt merkst du auch den Kraftunterschied, nicht wahr? Ja. Um die Kampfkünste zu verinnerlichen, müsste man einerseits die Natur der Dinge verstehen und andererseits den eigenen Körper und Geist genauso wie den des Feindes verstehen. War irgendwie jetzt ein doofer Satz, aber naja, egal. In der nächsten Lektion werde ich dich im unbewaffneten Faustkampf unterrichten. Übe bis dahin auf den Straßen. Okay. Da vorne ist was los. Also die Leute anzureden, ergibt schon Sinn. Ja? Detective! I'm sorry.
Haruka's been... I know. Hey, he's a fucking pig! Yeah, kill him! That fucking pig! He's the one that busted my ass! That's enough. Fuck that! I'm gonna beat this piece of shit cop to death! Fuck off, you bastard! Roast pig tonight, boys! Kill his ass! Yeah! Put him out of his misery! I suggest you listen to me. I suggest you blow me. Why the fuck would we listen to you? What's your problem? What are you gonna do about it? Kazuma, stop. You all want to kill him so bad? You won't mind coming through me first. Kommt doch her. Ja. Auch nicht alle. Okay. Nimm mal das Schwert und meine neuen Kampfkünste testen. Wow, das läuft ja. Oh. Na, hör auf damit. Zack. Oh. Da. Krisse. Volles Fund mit dem Eichenschwert. In die Fresse. Boxt. Oh ja. You're very strong. It's you. Kage from Purgatory. It's been a long time, Detective Date. Kazuma, the car that was carrying the girl stopped at the batting cage. Don't worry. I'll put this info on your tab. Thanks. You know he's an ex-cop. He was selling confidential information on the black market. I was the one who busted him. He disappeared after that. Can't say I'm surprised to find him here. Kazuma. The Majima family. They took Haruka. Majima family? Ach, ja. Of all the people, Majima. Majima. Wir hätten es jetzt nicht gezeigt, wer Majima ist. Ich hätte es nicht mehr gewusst. Warte auf, wenn ich mich erinnere, Date-san. Aber dann, schau dich an. Du bist außerstande, um einen Kampf mit der Majima-Clan zu bestehen. Außerdem mache ich mir Sorgen um Rainer. Bleib an ihrer Seite. Okay, sei bloß vorsichtig. Hey du, weißt du eigentlich, wieso unser Boss Kage heißt? Nein. Der legendäre Informant, Kage aus dem Fegefeuer. Er heißt so, weil er so ist. Weil er so ist? Ja. In den alten Tagen hat unser Boss die Polizeiinfos gesammelt und Penner benutzt, um sie in den Kunden zukommen zu lassen. Alle Infos waren in schwarzen, unbeschrifteten Umschlägen versiegelt. Er weiß alles, was in dieser Stadt vorgeht. Er ist wie ein Schatten, immer präsent. Er folgt dir auf Schritt und Tritt. Darum nennt man ihn Kage. Der Name für Schatten. Die Information, danke. Kage steht für Schatten. Was machen die denn da? Ach, tanzen oder was? Sah jetzt etwas seltsam aus. Oh, na gut. Lala. Lasset uns. Was zum Teufel denkst du? Müssen wir wissen? Rulus! Als wärst du der Geilste. Hä? Es kotzt mich an. Zufallskampf. Es tut mir leid. Hier, das ist alle für alle Drohne, die ich verursacht habe. Nimm das. Bla, du hast 1000 Yen erhalten. Oh nein. Du bist Kazuma oder etwa nicht? Ja, da hast du recht. Sei bereit zu sterben. Du hörst dich ziemlich tough an, Kleiner. Scheiße,
Scheiße, ich hatte die Chance meines Lebens, diesen Arsch zu killen. Oh, oh, oh. Was für... Mann, ey. Wie doch immer auf einen zugerannt kommen, ey. Ist doch Kazuma, oder? Schlag dir jetzt die rüber an. Voll dumm. Jetzt hab ich nichts Besseres zu tun, hätte als mich mit denen zu prügeln. Voll doof, ey. Finde ich was Besseres zu tun. Was tun? Oh, gibt's hier einen Abschlagkäfig in der Nähe? Ja, den gibt's hier. Warum? Weil ich mich langweile und etwas Zeit totschlagen möchte. Kannst du mir verraten, wo ich den finde? Ich glaube, momentan ist der falsche Zeitpunkt, um dorthin zu gehen. Hä? Du kommst da sowieso nicht rein. Vergiss es einfach. Nur Moment, ja. Da waren wir ja auch schon mal drin, haben ein wenig Baseball gespielt. Wo ich immer dachte, Abschlagkäfig wäre, wo die Leute auch immer Golf spielen drin. Also so ein bisschen... Oh nein, 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 geh bloß weg. Okay. Sieh dich an, läufst hier hochnäsig rum, du eingebildete Drecksau. Wie würde es finden, wenn du hier in deiner Nase breche? Wenn ich dir deine Nase breche? Würde mir außerordentlich... gut gefallen. Ja, es tut mir wirklich leid. Könntest du das nehmen und mich gehen lassen? Ja, 4000 Yen sind schon eine kleine Summe. Wieso stehe ich aber mal dahin? Man weiß es nicht. Ja, ja, Daten speichern. Okidoki. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin.